Hallo, hier bei Kung Fu Fitness Snackball oder Kung Fu Commander Lee Funk, ich online. Nehmen wir als Aufgabe, nehmen wir als Kavaliere. Ja, liebe Freunde, ich meine, ich habe der Rebbe schon lange nicht mehr erwähnt, hat sich ja vor Monaten sich beschwert, dass, ich hätte ihn erwähnt, obwohl ihn da auch nicht erwähnt habe, ich habe mal offen, ja, mal kurz erwähnt, weil er immer blöde Kommentare geschrieben hat und ein bisschen Oro-Stifter, weil er halt zwischen mir und meinem Freund tun. Aber wenn jemand mir Fragen stellt, dann gebe ich doch Antwort. Bin doch so nett und will doch im Rebbe Wonne Antwort geben. Ja. Ich meine, ob der Name Rebbe Wonne nicht so die kreativste Namenskundgebung ist, der weiß auch nicht. Er hat sich irgendwo noch mal Rebbe inspiriert lassen, dass sich Rebel sich nennt, Rebel One hat er sich nicht genannt oder so, und ja, und gut, jetzt heißt er Rebel 4 Cyber Television. Ist jetzt auch nicht, sich noch mal Rebel zu taufen, ist jetzt auch nicht die beste, ja, die schlauste Idee. Aber ich möchte gerne erzählen, wie ich auf meinen Namen Kung Fu Fitness Snackball gekommen bin. Ich war schon damals Cobra Kai Fan, ich habe schon damals die Philosophie zu Herzen genommen. Gut, da hat es auch einen Lehrer gegeben, der hat uns auch trainiert wie Kampfhunde. Da ging es auch in die Richtung und da hat eine auch da viel Positives rausgenommen, was die Philosophie ist. Ja. Und das Schlechte war, dass er dabei einen unterrichtet und eine weggeschnitten. So. Ich finde, die Cobra Kai Serie ist die erfolgreichste Serie momentan, weil sich viele Leute damit identifizieren können. Die Serie nimmt Menschen mit, Musik kann Menschen mitnehmen, Filme können Menschen mitnehmen, eine Serie können Menschen mitnehmen. Und es ist so ein Hammer, die Serie. Also ich feiere sie übelst. Mir gefällt die Serie, mir gibt es ein Lebensgefühl mit und viele andere auch. Und ein Kumpel von mir, dem geht es genauso. Ja. Das gibt ihm auch ein Lebensgefühl mit der Serie. Ja. Und ich habe auch viele Sachen von mir in der Vergangenheit verarbeiten können. Durch die Serie, weil die Geschichte von den Menschen in der Serie auch authentisch ist. So. Und ich habe einen guten Freund, der schwer erkrankt ist. Der hat Leukämie. Und ich war davor mit ihm schon sehr gut befreundet. Aber die Serie hat unsere Freundschaft noch mehr vertieft, obwohl es ja davor schon eine tiefe Freundschaft war. Und er hat mir dann sehr viele Sachen von der Serie geschenkt, von Cobra Kai und so weiter. Und er ist von Cobra Kai dort schon Fan und ich bin von Cobra Kai dort schon Fan. Und das hat unsere Freundschaft so vertieft. Und er hat mich so, und wir sind ja auch davor war schon tiefe Freundschaft, das ist ja noch tiefer. Und er hat eine schreckliche Krankheit, wo er mitleidet. Und dem will ich Kraft geben. Und ich habe den, okay, der alte Kanalname, der ist, mit dem kann ich mich nicht so identifizieren. So, auf jeden Fall nicht mit dem letzten Wort. Und ich tue den umnennen. Also, Cobra Kai wollte ich jetzt nicht direkt nehmen. Aber man kann sich inspirieren lassen, von eigenen Ideen kommen. So. Und viele geniale Ideen sind gekommen, weil sich Leute von irgendwo sich inspiriert lassen haben und sind ihre eigenen Wege gegangen. Ja. Bruce Lee, ja. Der überall Kampfstile gelernt, so viel Kampfstile gelernt und hat daraus einen eigenen Weg gemacht. Und ich habe aus der Cobra Kai Serie meinen eigenen Weg gemacht und habe mich inspiriert lassen, auf neue Ideen, eigene Ideen zu kommen, und haben es Kung Fu Fitness Snackbite genannt. Und mit dem Namen geben, Kung Fu Fitness Snackbite, mit dem Snackbite, wollte ich einfach meinen Freund ehren, dass er um ihm Kraft zu geben fürs Leben, dass er seine schreckliche Krankheit besiegt. Ja? Ich weiß, Rebell, du kannst mit Freundschaft nichts anfangen, du hast auch mit Elle gleich Zuff und Streit, ja? Und du hast auch Krebskranke damals verspottet, ich weiß noch, ja? Und, aber für mich, mein Freund, wichtig, für mich ist der Krebs widerlich, und mit der Namenskundgebung, Snackbite, ja, wollte einfach mein guter Kumpel ehren, der stark ist, niemals aufgibt, niemals kapituliert, ja, und sich der schreckliche Krankheit stellt. Ja. Und ich denke mal, er hat es verdient,
Das sind eher, klar, haben mich von der Serie inspiriert gelassen. Aber ich habe draus meinen eigenen Weg gemacht. Und die Cobra Kai Philosophie ist meine Philosophie, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also du hast mir eine Frage gestellt, lieber Rebel 47 Television, hast du eine Antwort gekriegt, kannst du zufrieden sein. Ja. Unwissende muss man aufklären. Ja. Ich meine, du hättest mir auch gleich persönlich fragen können. Ja. Aber jetzt hast du ja mal eine Antwort und jetzt weißt du, warum es der Snackbite heißt, Schlangenbiss. Ja. Und weil, ich meine, wenn es so leicht wäre, hätte sich alle andere ausgetauft oder andere Kanäle ausgetauft, aber da ist mein Kanal doch das Originalität davor. Plus, dass es halt auch so Getränk gibt, das habe ich in der Jugend sehr getrunken, aber konnte schon auf die Idee kommen, sich davor von der Serie und vom Getränk leiten zu lassen, sich so einen Kanalnamen zu machen. Da bin ich schon Originalität, weil da ist ja sonst immer drauf gekommen. Also, ja. Bis die Tage. Ich stehe zu meinen Freunden.